Es ist der 29. März 2020. Ich habe versprochen, dass ich Formate des Online-Lernens vorstelle, exemplarisch. Und da das, was ich heute vorstellen möchte, ungefähr 21 Jahre her ist, brauche ich Unterstützung von der Frau, die es damals gemacht hat. Und ich war als Teilnehmer dabei. Das ist Maria-Christina Nimmerfroh. Maria-Christina Nimmerfroh hat, wie man sieht, schon vor 21 Jahren Online-Lernen organisiert. Macht das bis heute, macht auch ganz viel Präsenzlernen, macht Hochschule, macht politische Bildung, macht Politik, schreibt Bücher, schreibt ins Internet, ganz viel. Maria-Christina, ganz vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für eine Zeitreise. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Lass uns in die Zeit reisen. Es war eine sehr spannende Zeit. Damals eine große Kluft zwischen Onlinern und Offlinern. Leute, die gesagt haben, ach, das ist neuer Zirkus und ich brauche keine E-Mail-Adresse. Und andere gesagt haben, Mensch, was es da für tolle Sachen gibt im Internet. War eine unglaublich spannende Zeit, an die man sich heute, wenn wir heute online agieren, ganz schlecht erinnern kann, weil es wirklich ganz weit weg ist, wie wir damals gearbeitet und mit dem Internet umgegangen sind. Ja, bei vielen Sachen habe ich im Vorhinein auch gemerkt, da muss man sich erstmal klar machen, nein, natürlich gab es nicht sowas wie Video oder so. Lass uns versuchen, das genauer zu beschreiben und am Ende dann zu gucken, was man tatsächlich hätte daraus lernen können. Heute leicht gesagt, damals haben wir vielleicht noch ein paar Jahre gebraucht, aber wir haben viel gelernt. Also, das Projekt hieß Glauben wir, leben in virtuellen Welten. Also, wir haben den Titel nicht mehr genau finden können. Wir sind aber noch sicher, dass die Domain damals virtualität.de war. Gibt es heute leider nicht mehr. Also virtuelle Welten hat man ja andauernd damals gesagt. Also auch die erste Online-Konferenz, von der ich gestern ein Video berichtet habe, hieß virtuelle Konferenz, nicht Online-Konferenz. Ich weiß gar nicht, wann das aufgehört hat, dass es weniger virtuell und mehr online wurde. Wir hatten zwei Präsenzseminare in Lauenburg, in der wunderbaren Zündholzfabrik und dazwischen 7 Monate Online-Phase. Das war ein langes Ende, ja. Was war das Ziel und der Kern, der Inhalt der Veranstaltung? Ja, also das Ziel war, wir wollten auch von einer Metaebene aus auf die virtuellen Entwicklungen gucken. Wir wollten Zukunftskonzepte entwickeln, wie sich virtuelle Zusammenarbeit im Bildungsbereich, in der Politik, in der Arbeitswelt entwickelt. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, boah, ganz schön viel Zeug. Also ob ich das heute in einer Online-Konferenz abfrühstücken würde, weiß ich nicht, vermutlich nicht mehr. Aber wir wollten tatsächlich auf diese Entwicklungen draufschauen, was damals wirklich ein sehr, sehr hohes Ziel war. Und wollten im Rahmen von einer Zukunftswerkstatt gucken, wie kann sich das entwickeln, wie können wir das gestalten, was kann das für den Einzelnen bedeuten. Ich spoiler mal so ein bisschen, wir haben diese Ziele nicht alle erreicht. Ich erinnere mich, dass wir tatsächlich am Anfang gesagt haben, wir bauen uns unsere eigene virtuelle Welt. Also nichts einfacher als das. Es war damals, glaube ich, auch tatsächlich ein bisschen, ich weiß gar nicht, GeoCities war, glaube ich, der Dienst, wo sich jeder sozusagen sein privates Zuhause im virtuellen Raum baute und so weiter. Und ich erinnere mich, dass eine Diskussion war, okay, wenn wir jetzt uns eine eigene virtuelle Welt bauen, dann muss es als erstes ein Gefängnis geben. Genau, wir haben darüber diskutiert, wie sieht eine virtuelle Stadt aus, die natürlich sehr stark angelehnt war an das, wie eine reelle Stadt aussah. Und dann haben wir über Regeln gesprochen, die da herrschen müssen und was machen wir mit Regelverstößen und Sanktionen. Und dann kamen wir natürlich irgendwie auf alle möglichen Sachen, die man braucht, nämlich Einkaufen und einen Arbeitsort. Und dann sagte eine Truppe, ja, wir wollen auch ein Gefängnis haben. Wir haben dann damals in so einer Art Map, Netzhausen erschaffen. Und was heute auch vielleicht im Unterschied zu heutigen virtuellen Arbeiten, spielte damals ja die eigene Arbeit an der Technik noch eine große Rolle. Das heißt, wir haben damals noch mussten uns mit Datenträgern auseinandersetzen, wie machen wir ein digitales Foto, die wurden damals noch auf Disketten gespeichert. Die Leute mussten HTML-Basic-Kenntnisse haben, um überhaupt eine eigene Seite erstellen zu können. Die wussten, was FTP ist, was ein Upload ist. Das sind meine Kinder heute alles nicht mehr. Also man musste eigentlich schon viel mehr anpacken, mit den Händen auch tatsächlich arbeiten und nicht nur auf den Knopf drücken und dann ist das alles online. Das war also noch sehr viel Handwerk an der Stelle, was ich persönlich auch sehr faszinierend fand. Gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Also Blended Learning, ich glaube, den Begriff gab es damals noch gar nicht.
hieß am Anfang oder am Ende eine Präsenzveranstaltung und zwar richtig doll, mit 2 Tagen, oder? Mhm, genau, wir haben also sogar von Freitag bis Sonntag, wir haben das ganze Wochenende zusammen verbracht, am Anfang, um uns kennenzulernen, um die Tools kennenzulernen, um die Technik klarzumachen, um die inhaltlichen Ziele klarzumachen. Und da würde ich auch heute sagen, hey, super wichtig, keine Minute zu kurz. Und wir haben uns am Ende auch nochmal ein Wochenende zusammengesetzt, um den Kram zusammenzutragen, um auch zu überlegen, wie können wir weiter zusammenarbeiten. An uns beiden sieht man ja, dass die Zusammenarbeit auch über dieses Seminar sehr, sehr lange gehalten hat, über die Jahre und auch mit den anderen, die dabei waren, zum Teil natürlich auch immer noch in Kontakt. Das ist eine sehr stabile Beziehung daraus geworden, aber das war uns vollkommen klar, das war auch nie in Frage gestellt, dass man sich vorne und hinten dran richtig persönlich zusammensetzen muss, um eben den Erfolg auch innerhalb der Online-Phase zu realisieren. Das würde ich auch heute noch als einer der Erfolgsfaktoren festlegen. Kannst du beschreiben, wie das war mit der Kommunikation, die dann online stattgefunden hat? Über welche Tools, welchem Rhythmus, was erinnerst du? Ja, also wir haben, ich erinnere mich sehr gut daran, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich war damals schon jemand, der irre viel Freude daran gehabt hat. Für mich ist das schon immer eine ganz tolle Ergänzung gewesen zum realen Leben. Und also für mich war das wie, oh, jetzt habe ich was gefunden, was ich gerne auch schon 20 Jahre früher hätte. 20 Jahre früher wäre ein bisschen komisch gewesen, aber was ich gerne früher getroffen hätte. So, wie haben wir kommuniziert? Also, wir haben WhatsApp vorweggenommen, wir haben den AOL Instant Messenger installiert und alle dazu eingeladen, sich da zu registrieren. Wir haben über diesen Instant Messaging-Dienst halt zwischendurch am Computer kommuniziert. Wir haben sehr regelmäßig, spätestens alle 2 Wochen, einen Textchat gehabt, der auch 2-3 Stunden ging, wo wir uns über alles ausgetauscht haben. Wir haben eine Art Blog, damals hieß es noch nicht Blog, aber wir haben es Logbuch genannt, geführt, wo jeder auf einer Webseite was eintragen konnte, also quasi wie ein Blog, wo jeder einen Zugang hatte. Das habe ich auch selber in ASP damals noch programmiert, das wird auch kein Mensch mehr haben. Und wir haben natürlich über E-Mails kommuniziert, klar. Aber wir haben versucht, sehr regelmäßig miteinander in Kontakt zu bleiben und es hat auch wirklich gut funktioniert. Weißt du noch was zur Gruppengröße? Wir waren um die 20 Leute, also das waren richtig 20 bis 25. Wir sind natürlich dann bei der zweiten Phase ein bisschen geschrumpft, da sind ein paar Leute da nicht mehr gekommen. Aber es waren sehr, also die Leute, die da waren, waren zum großen Teil tatsächlich an dieser übergeordneten Ebene, an diesem Überblick quasi interessiert, sind dann auch dabei geblieben. Wie ich bereits vorsichtig angedeutet habe, diese hohen inhaltlichen Ziele, die haben wir nicht erreicht. Wir können ja mal gucken, tatsächlich jetzt die Lessons learned. Wenn man jetzt zurückreisen würde in 99, was wie sich vielleicht dann nicht sofort damals so angefühlt hat, wie wir haben das jetzt gelernt, aber so im Rückblick kann man schon sagen, wie damals wurde klar, was heute auch noch gilt. Also einen Punkt habe ich mir gerade noch aufgeschrieben, gerade wenn man um Leben, Lernen, Kommunizieren, Arbeiten mit dem Internet ringt und darüber diskutiert, dann geht es ganz schnell ums Grundsätzliche, das hast du eben im Nebensatz gesagt. Ne? Also geht es ganz schnell ums eigene, wie wollen wir eigentlich leben, ist dann mal ganz schnell eine Frage, die mit auf dem Tisch liegt, wenn man eigentlich nur fragt, was ist das Erste, was wir in dieser Stadt bauen wollen oder wie gleichen wir uns hier ab. Dann, das hast du gesagt, Blended Learning, am Anfang und am Ende sich treffen. Super wichtig, am Anfang noch wichtiger als am Ende. Dann die Verbindlichkeiten, also dass die Leute regelmäßig was machen müssen, eigene Aufgaben haben, kurze Texte schreiben, irgendwas. Und was wir auch gelernt haben aus damals, ist nicht zu viele Optionen. Das war damals auch so ein Trend. Oh, jeder lust sich seinen eigenen Lernraum und bastelt sich seinen eigenen Lernplan in der Online-Welt. Völliger Käse, würde ich heute nie wieder so konzipieren, ja. Weil wenn man den Leuten zu viel Auswahl gibt, gerade online machen sie nichts. Ja, damit hängt, glaube ich, auch zusammen, denn das natürlich man vielleicht tendenziell als Teilnehmer oder auch als Anbieter zu stark sich sehr große Ziele setzt, weil es alles möglich erscheint. Und ich habe jetzt so inzwischen sehr stark diesen Modus gefunden, dass ich versuche, Menschen, die mit mir zusammen lernen oder in Gruppen lernen, oder sozusagen irgendwie definiert Mindestziele und dann das, was drauf noch ist. Und in der Regel, auch wenn man großartige Teams und tolle Bedingungen hat, hat man mit den Mindestzielen noch zu tun. Genau, also ich sehe, also im Online-Lernen rüste ich auch immer die Lernziele ab gegenüber dem Präsenzlernen. Das ist einfach so. Es fehlen einfach die persönlichen Kontakte, die persönliche Überzeugung. Ich bin ja auch, aber unterrichte auch psychologische Themen. Bei allem meiner Riesenbegeisterung für Online, ich erreiche nicht dasselbe, wie wenn ich in einer Gruppe mit Leuten arbeite. Dann, was glaube ich auch dazu kommt, was man da jetzt sehr deutlich sieht, weil so viel Handwerk dabei war,
man braucht sozusagen einen extra Aufwand, den man einkalkulieren muss für die Form, für das ungewohnte oder das unbekannte Lernen. Damals war das ja wirklich dramatisch, ja, also wir haben HTML geschrieben, ich erinnere mich das digitale Foto, ich erinnere mich, dass ich auf dem Fußboden fotografiert wurde, direkt an der Elbe. Ich war neulich übrigens mal wieder in der Zündholzfabrik, gibt es immer noch als Jugendherberge. Wenn man nach Lauenburg kommt, guckt man vorbei. Die Frage nach diesem extra Aufwand, die gibt es ja heute schon auch noch, weil für viele Leute heute halt auch das Online-Lernen, wie soll man sagen, dass sie da im Anfängerstadium sind. Und da muss man, glaube ich, schon immer mit einkalkulieren. Es braucht einen gewissen kognitiven Aufwand, einen gewissen zeitlichen Umfang des Lernzeit für sich da reinfinden. Genau, also das merken wir heute auch. Viele machen ja jetzt gerade die ersten 50 Videokonferenzen ihres Lebens. Ich glaube, wir beide sind schon dreistellig. Das ist einfach ein großes Ungewohntsein. Wobei ich auch sagen würde, es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob die Technik jetzt besonders fancy ist oder ob der Knopf unten rechts oder unten links ist. Wir haben festgestellt, es geht mit einfachen Mitteln. Und ich kann problematische Situationen haben bei einer super einfachen Technik, aber auch bei einer super komplexen. Es kommt eher darauf an, hey, wollen die Leute das jetzt mitmachen? Dann fummeln die sich auch in was Komplexeres rein oder in was Unhandlicheres, was jetzt nicht so fancy ist. Also ich würde da gar nicht so einen Wirbel drum machen, sondern einfach sagen, so, wir einigen uns auf irgendwas, was läuft. Und wenn ich die Leute an Bord habe, dann machen die das auch mit. Und auch der Wechsel zwischen Tools, ne, wenn ich einmal die Truppe zusammen habe und Leute habe, die das mitmachen, ich würde das gar nicht so hochhängen, diese Technikdebatte. Also ich würde heute auch noch online lernen mit, weiß ich, einer Telefonkonferenz und einem und E-Mails, wenn E-Mails. Das irgendwie knapp wäre. E-Mail-Applikation nach wie vor. Vielleicht letzter Punkt, deine Einschätzung zu Stellenwert des persönlichen Austauschs. Also der persönliche Austausch ist natürlich unglaublich wichtig und ich muss im Online-Lernen diesen persönlichen Austausch herstellen. Und wenn wir eine Situation haben, wo ich eben jemandem nicht persönlich gegenübertreten kann, dann muss ich alles tun, um diesen persönlichen Austausch herzustellen. Das heißt, ich muss Zweiergespräche ermöglichen, ich muss kleine Gruppen anbieten, das haben wir ja mittlerweile auch. Ich muss die Leute dazu bringen, sich persönlich zu äußern, ihre Stimme zu hören, die Stimme der anderen zu hören. Das ist super wichtig und da muss ich auch echt Aufwand reinstecken, auch zeitlichen Aufwand, auch didaktischen Aufwand, weil das ist, was die Bindungswirkung herstellt. Die stelle ich nicht über ein Skript her oder über ein Video her, über ein Tutorial her, sondern die Bindungswirkung an ein Thema und an ein Ziel stelle ich nur her, wenn ich Leute in irgendeiner Form in die Augen sehen kann und ihre Stimme höre. Das ist nicht zu ersetzen. Und je kleiner diese Gruppe ist, die sich da trifft, eine kleine Gruppe oder sogar eine Zweierbeziehung mit einem Tutor, desto größer ist der Erfolg in diesem Bereich. Da hängt wirklich der Lernerfolg dran. Das kann ich nicht schlabbern, weil es irgendwie aufwendig oder teuer ist. Ja. Ich erinnere mich, dass wir, glaube ich, in Lauenburg einen halben Tag oder sowas reingesteckt haben in unsere persönlichen Profile, die wir gebaut haben, HTML, Digitalfoto etc. Und dass das wahrscheinlich, also vielleicht war es damals auch sozusagen Glückssache, das hat einfach so lange gedauert, weil wir für das HTML-Zeug so viel gebraucht haben und jeder natürlich einen sehr bunten Hintergrund wählte und ich glaube auch GIFs schon unbedingt haben wollte. Aber natürlich waren das sehr gut investierte Stunden. Ne? Diese persönlichen Profile waren das, was das Fundament dann nachher für den Online-Sehen, wer da ist, 7 Monate lang. Wer war das nochmal, wenn sich jemand neu zu Wort meldete? Also das war sehr wichtig. Ja, also das würde ich auch heute nicht unterschätzen. Wir würden heute vielleicht andere Formen nutzen. Aber diese Zeit, wo viele immer denken, boah, das dauert so lange und dann kriege ich ja nichts geschafft und so weiter. Das ist die Zeit, die wir in die Bindung an das Thema und die Ziele investieren müssen. Und wenn wir das nicht machen, dann springen die Leute ab. Je nachdem, wie verbindlich das ist, dann erreiche ich die Lernziele nicht. Also ich kaufe mir damit echt nachher Probleme ein, die ich vorher oder in der Eingangsphase wirklich sehr, sehr gut vermeiden könnte. Fällt dir noch was ein, was wir in dieser Runde sagen sollen? Ja, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und man muss tatsächlich immer noch mit dieser Offenheit daran gehen. Und ich bin sehr froh, dass wir heute Video haben, dass wir da sehr viel Erweiterung haben und freue mich auch auf alles Weitere, was wir online miteinander machen können. Und für mich als begeisterte Onlinerin zählt immer die Kombination mit dem persönlichen Kontakt und mit allem, was damit zusammenhängt und würde das nie isoliert betrachten, sondern immer nur in einem Gesamtpaket des gemeinsamen Agierens, weil Lernen ist halt ein interaktiver Prozess und der muss auch im Wesentlichen auch erstmal Spaß machen und sich gut anfühlen.
Mir ist noch eine Sache eingefallen bei Personen und Persönlichkeiten. Man sollte über dieses Projekt nicht sprechen, ohne Ludwig Fischer erwähnt zu haben. Oh ja, Ludwig Fischer. Ja. Ludwig Der Fischer. Damals das mit dir eingeleitet hat, wenn ich es richtig erinnere. Der dann später tatsächlich ja der Gründungsleiter der virtuellen Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung wurde. Die, wie soll man sagen, dieses Projekt war vielleicht ein Vorläufer, könnte man sagen. Davon. Das war der Vorläufer. Also wir haben, die Idee war damals, die Friedrich-Naumann-Stiftung machte damals wie alle politischen Stiftungen ein großes Präsenzprogramm in Deutschland und es war deren Idee. Also ich stelle mich jetzt hin und sage, boah, ich bin wahnsinnig toll. Wenn da mal nicht im Hintergrund Leute gewesen wären, die gesagt haben, wir wollen das mit dir und wir investieren auch die entsprechenden Ressourcen, dann hätte da überhaupt nichts stattgefunden. Also alleine zu Hause hätte ich mir Dinge nicht ausgedacht. Und Ludwig Fischer hat damals in der Naumann-Stiftung gesagt, wir wollen eine virtuelle Akademie. Die waren absolute Vorreiter, hat nie einer nachgemacht in Deutschland in der politischen Bildung, waren sehr viele Jahre am Markt, sind es heute leider nicht mehr. Aus verschiedenen Gründen, was auch, muss man auch sagen, ein Stück weit damit zu tun hat, dass die Menschen da nicht in Scharen immer teilgenommen haben. Also Menschen, das merke ich auch in vielen anderen Kontexten, bevorzugen, wenn es möglich ist, das direkte Lernen und den direkten Kontakt. Das war auch einer der Irrtümer damals. Wir dachten ja damals, wir virtualisieren das Lernen, wir demokratisieren das Wissen. Jeder kann von morgens bis nachts an allem möglichen Kram teilnehmen und wir bieten das an und das tun sie dann begeistert. Und heute merken wir, was tun die Leute begeistert im Netz? Sie hängen von morgens bis nachts im Netz, aber nicht mit Lerninhalten. Das will ich keinem zum Vorwurf machen, aber wir unterlagen damals diesem Irrtum, wir könnten da die Welt bilden damit und das ist nicht eingetreten. Aber die virtuelle Akademie hat immer ausprobiert, ist immer vorne dran geblieben mit allen Konzepten und da saßen immer Leute, die sagten, ich will und ich bin eigentlich nur das Ende der Kette, der sagt, ja, kann ich, machen wir zusammen, probieren wir aus. Sehr schön, ganz, ganz herzlichen Dank dir, Maria-Christina Nevafroh. Wir machen weiter Online-Lernen, auch 2020, umso mehr gerade. Alles Gute für dich. Bis bald. Dankeschön.